Howdy, du die Freunde! Willkommen zu einem der letzten Parts von Tricky Towers. Wir haben genug. Es ist jetzt noch Schluss. Wir genau, das überspringen wir. Prost, Mahlzeit. Das ist wahrscheinlich der vorletzte Part von Tricky Towers. Ja, wir haben vor, dass wir jetzt nur den und dann nur an und das war's dann mal. Immer schauen wir mal sowas am Anfang von der Episode, macht bei den Herren die meisten leid. Stimmt, aber je später, ja, desto weniger leid hören. Ja, Freunde, wir überspringen das Bullshit-Rätsel. Oh, Freunde, ich muss jetzt mal ein bisschen pinkeln. Ja, das ist so gut. Warte, ich mach die Musik da ein bisschen leiser. Gib einer. Freunde, wir sind gerade draufgekommen, wenn man von einer Monsterdose in die andere Monsterdose Monster reinkippt, dann hört es sich circa an, als würde er in die Dose reinpinkeln. Ja, hört sich gut an. Mhm, ziemlich gut. Machen wir den Schwachsinn. Ich spiele wieder. 45 Sekunden! Ich schwöre, jetzt wird's echt. Der Peter hat Hochbau studiert, aber der Peter sagt nicht, dass man in 45 Sekunden ein Haus für Träume von anderen bauen kann. Das ist nicht möglich, so für eine Familie. Für ein Familie, ja, für zwei Familien geht's, aber für eine Familie, da sagt er so, das zahlt sich gar nicht aus. Ein Familienhaus. Bin ich schneller tot, bevor ich das fertig gebaut habe. Freunde! Bauhaus! Kennt ihr Wolfenstein? In der Middle of the Wolfenstein. Sicher kennen Sie Wolfenstein! Hör auf! Falls ihr Lust habt auf Wolfenstein. Fuck! Und vielleicht auf die Collector's Edition von Wolfenstein. Ja, wann kommt das? Das kommt in 3 Tagen, das Video, ja? Gut, sag dann, ich ja. Ja, dann wird's wohl. Dann ja. Wird's wohl nur so sein. Zurzeit gibt's auf Amazon die Collector's Edition von Wolfenstein. Ah! Na! Es war so gut! I tried so hard and that's so far. 75 Euro, Wolfenstein 2. Mhm. Kommt erst raus, das Spiel, aber Vorbestellung 75 Euro ist. Wie's mir, wie halt im GameStop, aber da irgendwann magst du Wolfenstein. Nein, magst du nicht das gleich mitnehmen, dann magst du Shadow of War gleich mitnehmen. Ja, das ist der Grund, warum ich nicht gerne in GameStop reingehe, tatsächlich. Ja, eigentlich schon, ja. Irgendwo, ja. Es ist so. Ich hab grad vorhin nachgesagt. Ist das nur kaufen? Und magst du irgendwo was vorbestellen? Denk mir so, ich hab jetzt schon 2 fucking Spiele bei euch vorbestellt. Das ist doch mal Schluss, Peter. Ja, stimmt zwar. Ja. Ja, mei. Mario Odyssey und The Fractured Butthole von den South Park Games Macher. Und das ist das South Park Game, das neue. Deswegen ist es auch von ihm Macher. Weil von Trey Parker und Matt Stone. Fix. Trey Parker, die man gemerkt. Matt ist so. Tut mir leid, Mary. Komm, Peter! Macht Magie mit der. Nee! Uiuiui, der ist aber hart, Peter! Peter, da muss man schnell sein und dann kommt der Hurns und wenn der Ballon die trifft, das war's. Das kannst du dann vergessen. Ziemlich. Dieses Arschloch. Man muss aber sagen, es ist die letzte Welt. Eben. Es ist die letzte Welt, Peter! Es ist der vorletzte Part und es wird halt nicht mehr so einfach und es. Hör auf! Ja, warum? Was? Ey, fällt, er pustet und pustet und pustet alles um. Ja, er hat sich da hingeschickt. Kennst du die Faserschmeichler? Was? Die kleinen Faserschmeichler. Die Faserschmeichler? Ja, sie schmiegen und wiegen sie und schmeicheln sich an und an der Wäsche spüren sie es dann. Das ist welche Werbung? Ja. Vielleicht finde ich es ja. Es ist sehr, sehr, sehr alt und es ist sehr, ja, sehr, irgendwo, sehr irgendwie sagt es mir oder so, irgendwie so. Irgendwie will ich es gar nicht kennen. Hör auf mit deinem verfickten Luftballon, du bist nicht der scheiß Clown von S. Nur der darf einen roten Luftballon haben. Und der Weihnachtsmann. Komm, bitte, feu nicht! Bitte! Papa und feu nicht! Papa und feu nicht! Mama! Mama! Das ist nicht möglich irgendwie, das ist zu schnell. Das ist. Machen die kleinen Faserschmeichler von Silan. Wollen Sie sie sehen? Wir sind die Faserschmeichler, die kleinen Faserschmeichler. Wir streicheln und schmeicheln und spielen uns an. Und an der Wäsche spüren sie es an. Yeah. Nice. I like. Ich mag eben immer noch nicht den kleinen Arschbohr. Der kleine Arschbohr mit seinem scheiß grünen Hut. Der steht da immer noch nicht. Grün ist keine Farbe, die jeder tragen kann. Grünhütige Motherfucker. Ja, genau der. Ich schick deinen Schuss. In einem Land vor unserer Zeit. Da haben Dinosaurier gewohnt. Und da war ein Biene sehr bekannt. Und sie hat viel gefickt und so. Darum, da geht der kleine Hansi in die Schule.
Seine Mama. Jeder glaubt, er ist eine Schwule. Seine Mama verdient Geld. Bum, 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 bum. Auf dem Strich in dieser Welt. Und das ist scheiße, Mann, der Ball und fickt dein Leben. Hey! Ja, aber es fällt. Siehst du, wie es wackelt? Das ist wie der schiefe Turm. Schiefe Turm von die Pisa. Die Pisa-Studie ist noch nicht schief gelaufen. Die Pisa-Studie ist ein großes Schwachsinn. Hey! Komm, ist wie Leben komm, in der HJ. Komm. Ist nichts Gutes. Was? Komm! I saw a three in der. Da war ein Träger. Peter, drei. Drei. Jetzt machen wir einfach. Schauen wir, es wird einfach so schnell gehen. Jeder, der einen Schniegel hat, zeigt ihn jetzt. Zeigt ihn jetzt. Los geht's, Freunde. Und der Peter. Freunde, Dicks out for Patrick. Hashtag Dicks out for Patrick. Für mich, dass ich dieses verfickte Level schaffe. Bitte jeder mal kurz erstmal uns auch so hin. Danke, Lieblingsmensch. Danke, Lieblingsmensch, weil du. Ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei es war Fehler. Kann ich sein. Es war. Ich wollte eigentlich sagen, es war Versuch, aber ja. Vertrauen und verrückt sein. Es ist gleich rausgekommen, dass es ein Fehler war. Ich wollte es noch ein bisschen für mich behalten. Aber es hat sich dann doch dazu entschieden. Oh ja, nice Idee, Peter. Oh, was war das? Ich das war eine Hebelwirkung vom Feinsten. Das ist so. Das ist so 3x15 in einem Winkel von 12 und dann haben wir sowas. Geleckliche Arsch, das ist viel zu schwer. Der Arsch macht Scheiße mit meiner Baustelle. Hey Peter. Ja? Manchmal fühle ich mich hier falsch. Wie ein Segelschiff im All. Da bist du mit mir an Bord. Bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A3. Ah ja, der Lieblingsmensch. Ist mit dir. Ich hab kurz überlegt. Ich hab mir gedacht, dass das ist, aber. Und die Pferde von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii. Ich hasse das Lied, hallo Lieblingsmensch. Dafür, dass du mich so kennst. Bei Mama, dir kann ich ein Mama, Fisch sein. Komm, Mama, jetzt. Ich meine, das hat sie, was sie enden. Meine Mama holt die Milch aus dem Kluppen. Mit oh der Millibitchen kommt's wieder raus und schreit: Peter, hast du den Scheiß ausgetrunken? Peter, ich hab da dreimal zu gewunken. Da draußen hat's so gestunken. Peter, hat der Hansi wieder zu viel getrunken? Peter, ich hab da gesagt, du bist erst 12 Jahre alt. Gibt's einen Peter, der 12 ist, glaubst du? Fuck! Ja, nice. Sicher gibt's einen Peter, der 12 ist. Die ganzen Peter, die 15 sind, waren auch mal 12. Nicht sein IQ, sein Alter. Komm, ich hau da das drauf und mach ein Leben in der Öde. Oh, Peter, das hätte besser laufen können. Das war so schön. Scheiße! Wenn du den Arm umdrehst, ja, dann hätte es vielleicht funktioniert. Na, fuck! In dieser Welt! In einem unbekannten Land. Vor ganz langer Zeit. War eine Biene sehr bekannt. Eine Biene? Eine Biene sehr bekannt. Wann das früher Biene? Das ist früher mal Biene gesagt. Eine Sabine, was wäre das? Also eine Sabine. Eine Biene. Aha. Eine Sabine. Sabine ist out of the window. Noch, to da window! To da wall! Echt nicht cool, wenn man eine Sabines Biene nennt. Na, das ist ja. Das passt irgendwie nicht. Na, was so, nicht. Na. Es ist schon fast. Sappe ist gut. Sappe kann man nennen! Fuck! Sapsi. Ja, geht auch Sapsi. Gut, aber. Biene ist so. Biene ist schon fast so anmachend so. Hey Biene! Hey, es ist eine Biene! Genau das. So wie die Sumsi von Raiffeisen. Ich würde dich gerne mal bestäuben! Ich bin mal so einen Stand auf die Sumsi von Raiffeisen. Ich hoffe, das hat irgendwer wirklich gehabt. Oh Gott, aber sicher. Es gibt Leute, die einen Stand auf die. Ich war mir nicht einmal sicher, ob das nicht ein Mann ist. Ich war. Das muss. Ja, stimmt allerdings. Das macht. Die Aussage war nur lustig! Weil du gesagt hast, du warst ja nicht sicher, dass er Mann ist und dass vielleicht ein Stand auf ihm kommt. Oh, Peter.
Oh. Wir bauen eine Zukunft auf Scheiße auf. Auf Scheiße auf. Und dann gehen wir in den Pool. Und dann kacken wir in den Pool und dann pissen wir in den Pool und dann färbt sich der Pool, weil der Pool sich färbt, weil wir kacken und wir pissen. Und nicht, weil irgendein chemischer Stoff da drin ist, sondern einfach auch wegen, ja, den muss wieder reinmachen. Ja, genau, da wird gelb und braun. Gelb und braun. Gelb und braun, ja, so mag ich meinen Pool. Gelb und braun, die Kloake ist schön. Gelb und braun, du schaffst das, Peter. Nicht so, so, ja, das war schön, aber das war leider falsch gedreht. Peter, der fällt. Peter, der fällt. Das war's mit dir. Das war's mit dir. Starte noch einen Versuch. Ah, macht es das besser, oder was? Er schaut so aus, als würde sie auskennen. Was, du so aus, als würde sie auskennen? Till Lindemann. Ja, ich bin mir sicher, der hätte das Level schon gelöst. Der baut nicht mal bis auf, wie? Das hat nicht mal gereicht. Na, er muss auch nicht. Er ist der Bauleiter. Er ist der Bauleiter. Er macht das vor und du machst das. Er baut noch. Was? Nein, nix, Herr Bauleiter. Freut mich wieder, dass Sie da sind. Das kriegt einen Ballon von mir, geschissener. Peter, den Ballon will ich auch noch gerne einbauen. Das Haus soll kinderfreundlich sein. Ja, Herr Bauleiter. Sicher baue ich den nicht ein, geschissener. Was hast du, Peter? Nix, gute Idee, Chef. Gute Idee. Upsala, da ist mir ein bisschen was aufgefallen. Macht der eine Enge nix, oder? Macht der eine Enge nix? Macht der eine Enge nix, oder? Die Inge sagt schon nichts, oder? Oder? Inge lacht. Ich sehe die. Vincent will mehr. Was? Vincent will mehr. Wer ist Vincent? Vincent ist dieser komische Spastier. Die kennst du den Film, nicht? Vincent will mehr? Irgendwo, ja doch. Irgendwo sagt es mir was. Aber irgendwie ist so. Ich weiß gar nicht, ob es kennt. Das ist das Komische, wo die drei aus dem Irrenhaus ausbrechen. Die eine Bulimie-Patientin und der Schizophrene und der komische Vincent. Weiß nicht, was das da klingt überhaupt wie mein letztes Wochenende. Ja, genau. Und Vincent will seine Mom. Hatschatscha! Vincent will seine Mom am Meer verteilen. Seine Mom? Ja, seine tote Mom. Das hab ich gekauft. Nice, Peter, das lassen wir jetzt. In der nächsten Episode ist die finale Episode von Tricky Towers, weil wir dieses Spiel nie wieder anfassen wollen. Na, ich mag das Spiel doch irgendwo, aber irgendwo ist so. Was magst du denn machen? Weil du bist nächste Episode dran. Der ja, ich mach den 50er. Den 50er. Allerletzten 50er. Boah, warte mal, wir haben da schon 50 Blöcke gehabt. Das heißt, da geht er wahrscheinlich auf 60. Das heißt, ich rechne damit, dass er 100 gibt. 70. Passt, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Howdy doody. Haha.